Als Beispiel für die komponentenbasierte Softwareentwicklung zeigen wir Ihnen das Java-Komponentenmodell, die sogenannten Java Beans. Hier sehen Sie die Open-Source-Entwicklungsumgebung NetBeans, die zur komponentenbasierten Softwareentwicklung verwendet wird. Natürlich können dabei einzelne Komponenten auch mehrfach instanziert werden. Das rechte Fenster enthält eine Liste von Beans, das heißt allen verfügbaren Java-Komponenten. Im Folgenden wollen wir eine kleine Ampel-Applikation komponentenbasiert erstellen. Zunächst bilden wir eine Instanz der Komponente Traffic Light. Danach eine Instanz der Komponente Button. Wir beschriften unseren Button mit dem Label Start. Um zu einer vollständigen Applikation zu gelangen, müssen die beiden Instanzen noch miteinander verbunden werden. Java Beans kommuniziert mit Hilfe von Ereignissen. Bei uns im Fall ist die Ereignisquelle die Instanz der Komponente Button. Es muss festgelegt werden, welches Ereignis unser Button aussenden soll. Bei uns im Fall soll der Button bei jedem Klick ein entsprechendes Ereignis auslösen, als ein sogenanntes Action Event aussenden. Die Ampel dient als Ereignissenke. Darum muss eine Ampelmethode ausgewählt werden, die als Reaktion auf das Action Event aufgerufen wird. In unserem Fall wird die Methode StartLightChange ausgewählt, die einen Signalwechsel verursacht. Nach der Bestätigung der Auswahl wird automatisch der Code generiert, der beide Komponenten miteinander verbindet. Dieser Code wird anschließend kompiliert. Somit ist unsere kleine Ampel-Applikation fertiggestellt und bereit zum Testen.